Der nächste Rauswurf aus der US-Regierung lässt nicht lange auf sich warten. Nun trifft es den ehemaligen FBI-Vizedirektor Andrew McCabe. Der lange ein Dorn im Auge des US-Präsidenten war, die Umstände machen seinen Fall allerdings besonders bizarr. Lange schon stand er in der Schusslinie Donald Trumps. Nun bekommt er die volle Härte des US-Präsidenten und dessen Regierung zu spüren. Der frühere Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe, habe einem Reporter interne Informationen verraten und später bei Befragungen darüber falsche Angaben gemacht. Mehrfach auch unter Eid, so zitieren amerikanische Medien US-Justizminister Jeff Sessions. Der McCabe entließ, der Druck Trumps auf Sessions soll zuletzt erheblich gewesen sein. McCabe, der noch am Vortag im Justizministerium in eigener Sache vorgesprochen hatte. Seither war er einfacher Agent der Bundespolizei an diesem Sonntag, seinem 50. Geburtstag. Hillary Clinton, die Untersuchungen führten zu keiner Strafverfolgung. Trump war darüber völlig fassungslos gewesen. Es wird vermutet, dass diese Nichtanklage Clintons einer der wesentlichen Gründe für MCC Abes Entlassung so kurz vor der Pensionierung war. US-Medien schrieben, dass er zu einem späten Sündenbock dafür gemacht werden sollte. Der ihn immer wieder aufs Schärfste kritisierte Trump hatte sich auch öffentlich immer wiederholt daran gestoßen.